Gegentore in Überzahl. Gegentore in Unterzahl. Gegentore nach Fehlern. Im bayerischen Derby gegen den ERC Ingolstadt kriegen die Tiger mächtig auf die Mütze. 2:7 heißt es am Ende, die Ice Tigers erleben ein Déjà-vu an die bitteren 0:7 und 0:8 Klatschen innerhalb von einer Woche vor knapp 10 Monaten. Der erste misslungene Auftritt unter Tom Rowe nimmt früh Formen an. Schon nach 98 Sekunden netzen die Gastgeber zum ersten Mal ein. Es folgt ein Feuerwerk an Gegentreffern für die Tiger, besonders im Mittelabschnitt. Gleich 4-mal in 12 Minuten schlägt der Puck im Gehäuse von Niklas Treutle ein. Immerhin, die Tiger melden sich beim Stand von 0:7 doppelt zurück. 2-mal bereitet Daniel Schmölz vor, 2-mal netzt Ryan Stoa ein. Ergebniskosmetik an einem gebrauchten Tag. Wir wussten natürlich, Ingolstadt war sich bewusst darüber auch, dass wir dünn besetzt sind, vor allem hinten. Sind mit sehr viel Tempo gekommen im ersten und zweiten Drittel. Wir haben uns dann als Ziel gesetzt, das letzte Drittel zu gewinnen. Das haben wir gemacht. Wir müssen uns jetzt erholen. Wir müssen uns um die Körper kümmern von den Jungs. Wir haben dann direkt noch Tyler Shee im ersten Wechsel vom Spiel verloren. Wir gehen im Augenblick auf dem Zahnfleisch, aber wir arbeiten. Das Programm bleibt straff. Am Mittwochabend müssen die Ice Tigers in Krefeld antreten. Am Freitag kommt Schwenningen in die heimische Arena. Am Sonntag geht's zu den Eisbären Berlin und die Personalsituation wird sich kaum verbessern.